Oh, guck mal, unser Fischerfreund, mit dem wir noch erzählen müssen. Und neue Samen. Purpurrote Wackelnadel. Ja, nee, ist klar. Mal kurz gucken. Aber das ist auch nichts. Moin, Trubelicious. Na, alles gut. Ey, es wird schwer hier. Gefährlicher Ort, um einen Fisch zu fangen. Nein, gefährlicher Fisch, um einen Ort zu fangen. Ja. Ei, das habe ich nicht an Land gezogen. Aber Sarkasmus ist ein schlechter Köder. Außerdem konzentriere ich mich auf meinen Gegner, die furchterregende Glotzamkrabbe. Einer aus meiner alten Mannschaft, eine Kameradin von der Grapnel, wollte einmal eine Krabbe aus dem Meerschaum schöpfen, als plötzlich, zack, schon ging sie über Bord. Oh, Lasagne, du geile Sau. Also eine frische Lasagne mit Nina zusammen. Oh, neuer Fisch entdeckt. Wo war ich denn? Oder so eine 1-Euro-Lidl Kilo Lasagne. Sie beim Nasenloch gepackt. Manchmal muss man zuerst zuschlagen, stimmt's? Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Vielleicht ist es klug, eine Fische, die eigene geil, Moral nicht geil, an einer geil. Krabbe auszurichten. Aber vielleicht auch aber? Nicht. Bleib ein Weilchen, dann erfreue ich dich mit dem nächsten Kapitel meiner Geschichte. So, müssen wir mal kurz ich soll hier. Also von meiner Zeit auf der Grapnel erzählen, mit der Crew des schrecklichen Captain Van Jekwet. Lass mal hören. Ei, vegetarisch mit Linsen. Das ist vollkommen okay für mich. Ich esse sehr viel vegetarisches Zeug. Bin kein Vegetarier. Aber, oder ich esse viel veganes Zeug, sagen wir so. Bin kein Veganer oder so, aber mir schmeckt's. Also, esse ich's. Eure Transponder-Codes sagen etwas anderes. Ich hol mir gern so im Lidl haben die Calabrese, vegane Calabrese. Super geil. Und da gab es ein paar Nudeln dazu. Fantastisch. Fantastisch. Doch kaum hatten die Landratten einen Fuß an Bord der Grapnel gesetzt, als die Harpune des Käpt'ns durchbohrte sie wie einen Quellfisch am Grill. Vegetarisch, das vegan. Angel und Schuhe nicht, was? Sagte der absolut Käpt'n nicht. Zu mir und grinste auf seine ist, üble Art. Aber leider habe ich immer, an jenem schwarzen immer Tag noch eine Preisfrage. Es gibt gemacht. Dinge, die sind günstiger. Wie, ich habe zum Beispiel veganen Bio-Hafer-Kakao. Kostet Liter 1,19 oder so. Das ist günstiger auf Milch. Milch. Also erst im Lidl, ne? Milch kostet 1,39 oder so. Und schmeckt geil. Schmeckt geil. Gerade wenn mein Sohn da ist. Wir holen uns dann immer diese Nougat-Bits. Dann mit dem Haferkakao. Oh, das ist traumhaft. Traumhaft. Echt gut. Sag mal, wie. Ja, wirklich. Kann ich nur empfehlen. Ich habe noch keine anderen Haferdrinks ausprobiert, aber diese von Vemondo sind super geil. Nee, Soja mag ich auch nicht. Ich bin 1997 ins Krankenhaus gekommen, ne? Weil ich habe eine Kochlehre gemacht und habe dann im ersten Jahr, habe ich dann, keine Ahnung, abgenommen wie Sau. Ich meine, du weißt, wie groß ich bin. Ich bin mit 68 Kilo, bin ich umgekippt auf der Arbeit, weil ich hatte über ein Jahr lang Durchfall, wusste nicht warum. Und dann ab ins Krankenhaus und haben sie festgestellt, oh, laktosentolerant, haha. Und dann haben die mir so Sojamilchbeutel gegeben, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Alter, das war so eklig. Bäh. Das war richtig bäh. Und dann, die 90er. Da gab es dann zwar auch Laktose- oder Laktat-Tabletten. Das war aber so, dass ein Päckchen gekriegt. Ich will nicht lügen, dass da 12 Stück drin gewesen sein für 20 Mark. Und dann hast du vorm Essen eine nehmen müssen, während dem Essen und nach dem Essen.
was soll das denn? Ne, also 4 Mahlzeiten für 20 Mark. Jo. Kochlehre, 568 Mark verdient, eine Wohnung gehabt, die 500 Mark gekostet hat. Nee. Ja, ist der Grund, warum ich dann auch die Ausbildung verlassen habe. Oder einer der Gründe. Ich hatte auch keinen Bock drauf. Und dann hat es ewig gedauert, bis es mal eine laktosefreie Milch gab. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Aber die war gelb und süß wie die Sau. Du hast bestimmt auch schon mal Smacks gegessen, ne? Kellogg Smacks. Wenn die Schüssel leer ist mit Smacks und da ist noch Milch übrig, dann hat die auch so einen Gelbstich, ne, vom Honig und ist babsüß. Und genauso hat die Milch von vornherein geschmeckt. Die konntest für nichts verwenden. Das war richtig eklig. Ja, aber dann kam irgendwann Weinstefan. Die machen eine sehr gute laktosefreie Milch. Und lass mich überlegen. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Aber war auch nicht schlecht. Aber irgendwann ist es einfach nur noch eklig. Also Milch an sich ist dann einfach nur noch eklig. Und dann habe ich mir gedacht, jo, probiere ich doch mal so ein Hafer Milchgedöns aus. Und geil. Das schmeckt viel mehr nach Milch als Milch. Richtig gut. So, wo ist... Guck mal da hinten. Da leuchtet was blau. Ich schätze mal, das ist ein blaues Licht. Und was ist das? Eine Höhle, da waren wir noch gar nicht. Als Kind habe ich auch voll gern Milch getrunken, aber mittlerweile, ja, ich finde es nur noch eklig. Nur noch eklig. Vor allem, wenn man dann mal so ein paar Dokus gesehen hat, ne, auf Netflix und wie sie alle heißen, dass es gesetzlich erlaubt ist, dass, ich weiß nicht mehr, 10% Eiter und Blut vom Euter erlaubt ist in der Milch. Solche Dinge. Und wie das überhaupt dann entsteht, ne? Wie dann... Boah, wie soll ich da hinten hinkommen? Warte mal. Kurz überlegen. Da kann ich doch gar nicht hinspringen. Oh! Boah, cool. Ja, das ist widerlich. Ja, und dass dann halt die Kühe künstlich, oder was ist künstlich, dass sie halt geschwängert werden. Die Kälber werden dann... Oh. Boah. Dass ich so springen kann, wusste ich gar nicht. Die Kälber werden dann halt getrennt von den Muttertieren und ach. Widerliches Thema. Schneller, 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 dann sterbe ich. Schneller, schneller. Komm, komm. Oh, okay, dann sterbe ich. Wow. Ja, cool. Da kann ich doch bestimmt auch. Nee, kann ich nicht. Ich probiere mal was. Digga. Komm. Ja, ja, ja. Oh. War das geil? Oder war das geil? Echo. Nice wäre, wenn es brennbar wäre. Das? Brennbar, das hier. Nicht sie weg hier. The floor is lava, genau. Stimmt. What the hell? Es ist okay. Ja, ich mach dich sauber. Komm. Scheiß Öl, Pest, Plage. Okay. Wo sind wir denn hier? Oh. Shrek ist auch da. Shrek ist zu Hause. Mit der Zunge. Oh ja.
Na, ihr Nasen. Wer will zuerst sterben? Du? Oder du? Okay. Du bist der eigentliche Gegner. Kaboom! Sumpfschrecken, ist ja lächerlich. Fang! Ich dachte kurz, der hätte Fuck gesagt. Aber es war dann doch Fang. Da sieht's gefährlich aus. Ja, dann gehen wir doch mal auf die andere Seite und gucken, ob wir da in diese ominöse Höhle reinkommen. Ja. Schwing! Scheiße. Scheiße. Oh, Glück gehabt. Wow. Ka-ching. Ist das ein Fahrstuhl? Alter, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ne, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Ich habe das Verlangen, da hochzuklettern. Geht aber nicht. Okay, gehen wir mal da hoch. Alter, wo sind wir? Guck mal, ein komplettes Gebiet, wo wir noch gar nicht waren anscheinend. Kann das sein? Und hier ist auch noch was. Auch ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Sonst wäre es grün. Interessant. Entdecken wir neue Welten. Ja, wäre das Raytracing jetzt noch an, ne, dann wird es hier auch schön ausgeleuchtet sein. Aber so halt nicht. Damn, boy. Absturzstelle. Oh, kann ich jemanden retten? Ach, nee. Ja, wir sind von da oben. Mit dem Fahrstuhl sind wir gekommen. Da war aber noch keiner abgestürzt. Hallo. Hi. Hast ein bisschen Priorit dabei? Nein, habe ich nicht. Ah, willst du Priorit kaufen? Ich habe ein bisschen was. Hat mich den ganzen Tag gekostet. Darf ich es mir angucken? Okay, ich habe gelogen. Ich habe nichts mehr. Ich bin ein Versager. Loser. Ach, unser Fisherman's Friend ist auch wieder da. Lass uns diese Samen in den Garten bringen. Ja, ja, ich bin gespannt, machen was wir Pili noch dazu sagt. Mein Pili sagt nichts dazu. Wow. Kurz checken, ob da irgendwas dazugekommen ist. Nö. Aber hier waren jede Menge. Da ist ein Viech. Wollte gerade sagen, hier waren noch jede Menge Viecher.
Okay. Scuba Diver, quasi. Bleib stehen mit deinen Wanderstiefeln und antworte dem alten Scuba. Bin ich ein imposanter Fischer? Bin nicht sicher, was du meinst. Mein Aussehen, Junge. Keine Ahnung, ob du Po im Sand hast. Sprüht es dir Gischt ins Gesicht? Sand im Po. Du siehst gut aus. Du siehst gut aus, Scuba. Hoffentlich sieht der Krauskopfmolch das auch so, Junge. Ich muss meinen gesamten seemännischen Charme einsetzen, wenn ich ihn anlocken will. Da. Unser Aquarium füllt sich. Ei, aber das überrascht mich nicht. Das ist ein großes Talent von mir. Weißt du, der Krauskopfmolch ist der sinnlichste aller Meeresbewohner. Mhm. Scheu, außer beim Anblick potenzieller Partner. Deshalb bin ich heute auch so... Entschuldige. Laber mich nicht voll. Na komm, dann gehen wir mal darüber. Da ist ja dann auch gleich das Viech. Bisschen seltsame Vorleben, da gebe ich dir vollkommen recht. Erledigt ihn. Rotter, rotter. Dab, hast du genau gesehen, was passiert, wenn man mich angreift? Ah, sind wir hier nicht auch wieder weg, weil wir dann noch nichts machen konnten? Pass auf. Mittlerweile können wir ja einen Wallrun machen. Und das bringt uns nichts. Absolut nothing. Okay. Okay. Noch Fragen? Nur mal kurz checken. So. Düdüm. Das war, dann ist es Müllers Lust. Das Wandern und das Töten. Schwupps. Oh, Avatar. Oh, Avatar. Das Spiel haben wir immer noch nicht, ne? Ach, hab ich da Bock drauf, Mann. Kein Geld für so einen Scheiß. Können die das hier einfach in den Game Pass packen? Ist doch von Ubisoft. Sollte Ubisoft nicht mittlerweile auch im Game Pass sein? Warum fliegt er weg? Hallo? Ah, da hinten ist das Vieh. Da wollen wir hin. Und da gehen wir auch hin. Da bin ich raus. Mochte schon die Filme nicht. Nee, ehrlich? Super geil. Super geile Filme. Und das Spiel ist der Hammer, ne? Das ist richtig fett. Auch grafisch ein Trendsetter, sag ich mal. Zufällig was zu holen? Nee. Da nix. Jo, okay. Bitte. So, da haben wir eine Abkürzung freigeschaltet, ne? Wenn ich das richtig sehe. Weil da geht's wieder zurück. Das wollen wir ja nicht. Geht's ums Eck. Da haben wir schon was geholt. Klar. Okay. Ach, dem konnten wir ja noch gar nicht helfen. Da hatten wir noch gar nicht das Machtupdate.
Ah ja. Aber Story ist ja ausgelutscht. Ja, gut. Beim zweiten, jo. Mit Story war da nicht viel, ne? Tatsächlich. Aber ich bin halt auch so eine Grafik-Bitch, weißt du? Ich genieße das, wenn das geil aussieht. Ja, junger Freund. Haben wir dir geholfen? Vielleicht kriegen wir noch was von dem. Also ich muss sagen, die 3D-Technik, wo sie alle so geschwärmt haben beim ersten Teil, fand ich gar nicht so gut, ne? QuakeCon. Oh nee, ist es heute? Oh, ich glaube, wir müssen in einer halben Stunde die QuakeCon gucken. Da kam gerade eine Erinnerung. Geil. So, da waren andere Filme viel besser. Also ich habe hier einen 3D-Fernseher, der ziemlich gut ist. Wo auch Filme, die im Kino, wie jetzt Final Destination oder so, oder Saw 3D, ein bisschen komisch aussahen, die sehen ja wirklich fantastisch aus. Aber Avatar fand ich gar nicht so eine tiefe Ebene wie jetzt andere Filme. Auch wenn sie alle davon schwärmen, wie toll das doch war. Also, nö. Sehe ich nicht so. So. Verlassener Damm. Schlecht ist auch, wenn der Damm gerissen ist. Ah, die Dinger sind mir auch noch nicht hoch. Sollen wir? Müssen wir? Nee. Ist ja nix. Naja, okay, dann komm. Gehen wir da mal runter zu dem Gerücht. 300 Teil 2 war in 3D gut. Da gab es einen zweiten Teil. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Oder der volle zu Resident Evil. Die war tatsächlich geil in 3D. Aber auch so normale Filme wie Drive hieß er, glaube ich, mit Nicolas Cage, wo er aus der Hölle kommt in seinem, oh, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Auto das war, und dann halt da irgendjemand jagt, so die Ex vom Johnny Depp, fällt der Name nicht ein, die spielt damit und da sieht sie noch richtig geil aus, ne, alter Schwede, und 3D, und der macht es halt immer so, bevor er jemanden tötet, hat er mein Herz, Mia! Einen wunderschönen guten Abend. Hat dazu schon geschrieben. Der Buchmacher war so geil. Jawohl. Wenn er mit der Münze dann so hoch schnippt und da ist dann einmal, wo die Kamera von oben ist und dann fliegt die einfach aus dem Fernseher vor dein Gesicht und wieder zurück. Das ist so geil gemacht, ne? Ziel gesichtet. Mia, wie geht's? Wie geht's? Lange nicht gesprochen. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Wieder so Döspaddels da unten. Life of P ist die Nummer 1. Den habe ich nicht in 3D gesehen, nur in 2D tatsächlich.